Willkommen bei Malida und zu einem kleinen Info-Guide oder Perk-Guide für Random Matches in Freitag der 13. Ich zeige euch am Anfang am besten erstmal die Perks, die ich für mich ausgewählt habe, also die ich immer benutze. Das wären zum einen Medic. Ich kann dort damit zwei Heils, also ein Heilspray zweimal benutzen. Das spart mir nämlich Inventarplatz zum Beispiel. Ich benutze momentan auch Thick Skinned. Da in dem Moment, also in dem Fall 20% Schaden wird absorbiert, also ich bekomme 20% weniger Schaden. Und ich benutze noch Sucker Punch momentan. Also da habe ich halt eine 24% höhere Chance, Jason mit Nahkampfattacken zu stunnen. Wobei ich sagen muss, bei mir fest sind Medic und Thick Skinned. So, das hat einfach den Grund, Thick Skinned ist ein wirklich starker Perk. Und zwar in dem Fall jetzt hier 20% Schaden wird absorbiert. Der war sogar mal stärker, als ich den bekommen habe in Epic, lag der bei 50%. Die Entwickler haben aber jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt mit dem letzten Update oder mit dem Update davor, diesen Perk genervt, also runtergesetzt auf 20. Es gibt auch ein Video, ich weiß nicht, heißt vielleicht, ich glaube, Zähe Beute von mir, wo man sehen kann, ich kann es auch als Infokarte verlinken, also oben reinblenden lassen, wo man sehen kann, wie viele Schläge ich mit dem Perk Thick Skinned ausgehalten habe, als noch 50% noch hatte. Aber auf jeden Fall benutze ich den. Klar muss man sagen, der hilft nicht, wenn Jason einen grabbt. Aber das soll er ja auch gar nicht, also für meine Überlegungen. Also er schützt mich vor, durch Fenster zu springen, schützt er mich, und auch wenn Jason hittet. Und wann hittet Jason? Wenn man zum Beispiel mit zwei oder drei Leuten am Auto steht oder am Boot steht, wo einer, wenn Jason einen grabbt, der andere, also einer kommen kann und den stunnen kann, weil dann nutzt für Jason das Grabben auch nichts, dann haut er zu. Und in dem Fall halte ich um einiges mehr aus als Kollegen, also als die anderen Counselor, die dann halt mit mir da rumstehen. So, gibt mir übrigens einen Vorteil, also wenn dann einer da langsamer ist, ne? Long live the fittest, ne? So, Medic, ich benutze das auf jeden Fall, das ist bei mir jetzt immer mit dabei, halt, ich kann das Heilspray zweimal benutzen. Für mich gibt es auch fast nichts Schöneres, gerade in Verbindung mit Thick Skinned mache ich mir oft einen Spaß daraus, oder ist meine Taktik quasi, wenn ich zum Beispiel auf Higgins Heaven oder Packernack Lodge, also in der Lodge halt quasi, bei den großen Häusern bin. Wenn Jason mich da irgendwo versucht zu stellen, renne ich ins Haus, renne in die obere Etage, schließe mich am besten in ein Zimmer ein, warte, bis Jason die Tür aufhämmert quasi und reinkommt, und springe durch das vorher von mir geöffnete Fenster einfach raus. Und in dem Fall natürlich vorausgesetzt, ich habe ein Heilspray dabei. Weil dann schlage ich unten auf, zack, benutze ein Heilspray, ich habe noch eine zusätzliche Dosis noch parat und habe einen ordentlichen Zeitvorteil, weil kaum ein Jason kann so gut shiften, dass er durch das Haus shiftet, und um richtig und dann bei einem zu landen dort. Und selbst das Morphen, selbst wenn er das jetzt ja mitbekommen hat, man ist aus dem Fenster gesprungen und er shiftet nicht, sondern morpht raus. Morphen ist meistens nicht so zielgenau, dass er jetzt wirklich direkt da an die Haustür morphen kann. Das passiert einfach, wenn dann zu selten ist, wirklich Zufall. Weil wie oft habe ich als Jason schon auf die Straße vor einem Auto wollte ich morphen, und ich habe genau die Straße angemorpht und ich lande trotzdem nicht auf der Straße. Also verschafft einem schon gewisse Vorteile in vielen Situationen. Ich würde sagen, kommen wir jetzt zum dritten, das ist Sucker Punch, und das erlaubt mir oder gibt mir eine 24% höhere Chance, Jason mit Nahkampfangriffen zu stunnen. Der ist bei mir aber variabel, da kann ich auch schon mal Firecracker drin haben, Man at Arms, Sneaky eigentlich nicht, aber Slugger auch. Wobei, es gibt genug Baseball Bats da auch, das ist eher so ein zweitrangiger Perk. Apropos, kommen wir am besten auch zu den Perks, die ich absolut gar nicht nehme. In Random Matches wohlgemerkt. Nehmen wir da als erstes
Speed Demon, Motorboating, My Dad's a Cop, genauso wie Grease Monkey oder auch Lightfoot hier. Leadfoot, nicht Lightfoot, Leadfoot. Das sind für mich alles Perks, die ich im Random Match auf jeden Fall nicht nehme, weil wie oft kommt es vor, dass man in einem Random Match, quasi wenn man alleine unterwegs ist oder zu zweit oder zu dritt, in einem Random Match reingeht. Lohnt sich das? Also für mich lohnt sich das absolut nicht. Da verschwendet man einen Perk-Slot. Und zwar, wer sagt denn, wie oft ist man dann alleine mit dem Auto am Escapen? Oder wie oft ist man quasi der im Boot der Steuernde? Oder wie oft ist man der jetzt quasi die Phonebox repariert und die Cops anruft? Genauso wie das Auto repariert. Oder wie oft ist man am Steuer, während die anderen alle neben einem sitzen? Das passiert in Random Matches einfach zu selten, als dass sich so ein Perk für uns lohnen würde. Ich bestreite ja nicht, dass es Situationen gibt in Random Matches, wo man jetzt quasi also man hat alle Teile und repariert das Auto. Und der Perk Grease Monkey würde einem jetzt totalen Boost geben. Klar kommt das vor, aber zu selten, als dass es sich lohnt. Das ist eher etwas für private Gruppen, also private Matches. Oder auch ihr seid zu, ja, viert, vielleicht Grauzone, ne, aber vier, fünf, sechs Leute und ihr geht in ein Random Match rein. Dann lohnt sich das, weil dann kann jetzt hier zum Beispiel bei My Dad's a Cop derjenige die Cops anrufen, der diesen Perk hat. Da kann man sich individualisieren, absprechen oder man lässt den, okay, in der Gruppe wäre der dieses auch scheiße. Oder man lässt den für Motorboot quasi an Steuer, weil der halt einfach schneller ist. Oder man lässt den reparieren, das Auto, der Grease Monkey drin hat. Das ist alles super. Man kann sich da super hammermäßig individualisieren. Allerdings in Random Matches, finde ich, ist es, ja, mal salopp ausgedrückt für Nüsse. Weil ich denke einfach, da wird mir auch jeder zustimmen, wenn man jetzt Grease Monkey hat und man hat das ganze Match nichts am Auto repariert, dann war dieser Perk ganz einfach total umsonst. Hatte keinen Effekt auf das Game. Deswegen nutze ich persönlich eigentlich die Sachen, dass ich jetzt quasi, die mir im Nahkampf mit Jason helfen, die mir einen Vorteil verschaffen, länger mobil zu sein, auch wenn ich Schaden nehme. Es gibt auch noch eine andere Herangehensweise, und zwar eher eine nicht, die auf Konfrontation ausgelegt ist, sondern eher versteckt und unterm Radar. Da haben wir dann zum Beispiel Controlled Breathing, was da gut ist, Homebody, wo auch eine Chance besteht, dass Jason Sense Ability uns nicht findet im Haus. Genauso wie Low Profile, während wir crouchen, sind wir schneller und wir haben da auch eine Chance, dass Jason uns nicht erfasst mit seiner Sense. Und Level Heated, da ist auch eine generelle Chance, dass Jason uns mit seiner Sense nicht erfasst. So, das sind zum Beispiel vier Perks für diejenigen, die ja eher versteckter operieren wollen. Es ist trotzdem schwer, Jason zu entkommen oder wirklich. Es gibt keinen 100%, dass man seiner Sense-Ability entkommen kann. Das gibt es nicht. Für mich auch noch total nutzlos sind diese also hier Quiet Swimmer und Aquanaut da oben, sind für mich auch total nutzlos, weil man sollte eh als Counselor so gut wie möglich das Wasser meiden. Die Distanz zur Insel, wenn die Hütte von Jason auf der Insel ist, ist trotzdem zu groß. Da nutzt es nichts, dass wir hier 10% Swim Speed increased und weniger Stamina verbraucht wird. Die Stamina reicht eh nicht aus. Und dieser Perk ist schon in Rare. Das lohnt sich nicht. Genauso wie Quiet Swimmer. Trotzdem ist man noch laut, weil Schwimmen ist mit das Lauteste in dem Spiel, was man machen kann. Da lohnt sich, diese Prozentzahlen lohnen sich also eigentlich nicht. Und wie oft will man jetzt wirklich auf die Insel? Und genauso Psychic, wo man mit einem Walkie-Talkie startet, genauso wie Preparedness, wo man mit der Karte startet, das ist auch alles verschwendet. Es gibt genug Karten da und es gibt genug Walkie-Talkies. Natürlich gibt es auch das Match, wo man keine Karte findet. Wo man, ja, ist glaube ich noch nicht kaum vorgekommen, dass ich noch keinen Walkie-Talkie hatte. Aber wo man vielleicht auch kein Walkie-Talkie findet. Ne? Natürlich gibt's das. Aber es ist einfach verschwendet. Potent Ranger, auch ein Perk für mich, den man auch nicht nehmen sollte. Weil, wie oft, man kann nicht selbst bestimmen, wann man Tommy Jarvis ist. Welches noch gut ist, Hypochondriac, kann man nehmen mit einem Heilspray, also starten das Game.
Genauso wie ja auch Firecracker oder Baseball, also mit dem Baseballbett starten. Das sind Sachen, wie gesagt, das sind so zweitrangige Sachen, die kann man drin haben. Ich hab's nicht. Es gibt auch genügend Heilspray. Und wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, natürlich gibt es auch die Matches, wo man das nicht hat. Heavy Mover ist für mich auch so ein Perk, den nehme ich nicht rein. Auch wenn es 43% mir schnelleres Verbarrikadieren der Tür bringt. Ich finde, gute Counselor machen gerade am Anfang des Matches, verbarrikadieren die Türen von den Häusern, machen die Fenster auf, damit man dann, wenn hinterher die Jason Jagd auf einen macht, dass man dann halt in die Häuser reinspringen kann, ohne das Fenster kaputt zu schlagen. Wobei es halt in letzter Zeit häufig vorkommt, dass die Türen nicht verbarrikadiert sind. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil momentan viele Counselor gerade am Anfang des Matches durch so viele Häuser wie möglich rushen wollen, um halt die ganzen Schränke und Schubladen zu looten. Und deswegen kümmern die sich nicht darum, die Türen zu verbarrikadieren. Ich finde, das gehört einfach mit dazu. Das sollte jeder machen. Verschafft dann hinterher enormen Zeitvorteil. Und die Momente, wo Jason wirklich direkt hinter mir ist und die Tür wäre nicht verbarrikadiert, ja, gut, dafür nehme ich diesen Perk nicht. Der gibt mir einfach sonst zu wenig. Und am Anfang des Matches da irgendwie halt schneller, das bringt nichts. Ansonsten für mich noch sehr interessant, zum Beispiel auch Heavy Hitter, wo ich halt die Stun-Time vergrößere, die ich Jason stunne mit meinen Melee-Attacks. Und halt Man-at-Arms war jetzt zum Beispiel die Waffenhaltbarkeit, wo ich halt öfter zuschlagen kann. Lightfoot ist für mich auch ein Perk, den ich nicht nehme, weil Rennen macht trotzdem so viel Geräusche, das lohnt sich auch nicht. Also kommen wir nochmal zum Fazit. Für mich sind Must-Haves Medic und Thick-Skinned und alles andere, zum Beispiel was mir hier Firecracker oder sowas ähnliches oder was andere Nahkampffähigkeiten verbessert, sind für mich optional und variabel. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein paar Tipps oder Hilfen daraus ziehen. Über einen Daumen oder Abo würde ich mich freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, euer Malida.